Und wo staunte erstmal der ganz, ganz wichtige Teil. Wenn die Show dann durch ist, ihr rausgeht, voller Begeisterung, ob da, da oder da drüben, setzt bitte eine Maske auf. Hier drinnen müsst ihr das nicht, aber ihr dürft. Das heißt, jeder kann für sich selber entscheiden, aber beim Rausgehen auf jeden Fall. Auch wenn ihr im Park irgendwo ansteht, Fahrgeschäft oder irgendwo mal schnell essen, bildet sich eine Schlange, bitte Maske auf. So, genauso wichtig bei uns Sicherheit. Ab jetzt bitte zuhören. Mir geht keiner mehr durch zwischen dieser Leitplanke und der ersten Bankreihe. Das ist Sperrgebiet. Wenn jemand raus will mit euch, ja, aus irgendwelchen Gründen, bitte benutzt rechts und links die beiden Treppenausgänge. Die führen in den unteren Teil des Vulkanes. Dort sind übrigens auch Toiletten. Nächste bitte. Da oben sind zwei Lücken. Da sitzen ganz nette Kollegen. Die brauchen immer freie Sicht. Wenn dann die letzte, vorletzte Reihe rausgeht, geht geduckt, damit die weiter gucken können. Furzwerke, erster Reihe, zweiter Reihe. Es wird sehr, sehr laut. Das heißt, rutscht noch ein bisschen ran an deine große Schwester, weil das Kleid hier ordentlich. Braucht auch gar nicht grinsen. Ihr werdet euch noch an meine Worte erinnern. Frage in die Runde. Haben wir heute Hundebesitzer mit in der Show? Das heißt, Besitzer mit Hund. Da oben haben wir was. Haben wir hier noch irgendwo was? Okay. Was habt ihr mit? Im Golden Retriever, okay. Dann machen wir mal Folgendes. Dann nehmen wir ihn schon mal ein bisschen in den Arm. Ja, und wenn es hier richtig knallt, nicht, dass der Zeckenteppich hier runtersurft. Ja, im Ernstfall könnt ihr über die Zwischenausgänge immer da oben runter. Ja, denkt dran, das ist eine Riesenbelastung für die Tiere. Ja, was mich auch noch interessieren würde, wie könntet ihr uns im Rahmen der Show unterstützen? Ja, und voller Überzeugung. Das ist eine Interaktivshow, nicht hier so ein Bingo-Arm bei Oma. Hier muss richtig was passieren und ich mache mal Folgendes, wir testen mal was. Alle anwesenden Gäste hier, außer dem Strauschen vom Retriever, ich brauche mal so leichtes Trampeln. Dazu ein Klatschen. Der hier reinkommt, wird von euch lautstark begrüßt. Wenn ihr mal so ein bisschen in Zweifel seid, klatsche ich oder klatsche ich nicht, klatsch doppelt so laut, rhythmisches Klatschen auf die Musik, es ist alles erwünscht. Also macht was draus. Damit wir überhaupt erstmal starten, gibt es bei Film- und Fernsehdreher bei drei Kommando: Ton, Kamera und Action. Ton und Kamera zu sagen, das mache ich. Aber ihr schreit, Action. Wer war das erste? Ton, Kamera und Action! Jetzt können wir das wegen dir nochmal machen, ne? Weil du nicht aufgepasst hast. Okay, aber jetzt brauchen wir das auch doppelt so laut. Ton, Kamera und Action! Wenn wir jetzt um uns gehen, mein Freund Bruce. Die Erde ist davon wirklich davon. Die Rohstoffe sind vor langer Zeit für sie. Weite Teile unserer Welt verwandelten sich in staubige Füße. In einem Krieg um Macht, Wasser und Benzin haben sich brutale Gruppen in den Territorien verschanzt, die sie mit allen Mitteln verteidigen. Eine solche Gruppe sind die Welcome Warriors, angeführt von Marge Gilligan, von allen nur Lady Gilligan. In ihrem Gebiet musste Agent John Croft, dessen Ziel es ist, den Prototyp einer neuartigen, unerschöpflichen Energiequelle zur Zentrale zu bringen, mit seinem Helikopter losgelaufen. Wie werden die Vulcan Warriors reagieren? Wird er es schaffen, seinen Auftrag zu erledigen? Wenn sich die Welt verändert, dann verändern sich auch die Regeln des Überlebens. Kommt Omega, bitte kommen, hier Agent Croft. Muss den Vulkan runter.
Natürlich sind wir alle im ersten Leben richtig Leistungssportler gewesen, unsere Stunt-Ladies und die Stunt-Männer. Die können gut Auto fahren, bis auf einen. Er hier. Der Typ, der konnte eher Moped fahren, als er laufen konnte. Zurzeit läuft er nur noch. Hat jemand eine ADAC-Karte mit? Ist natürlich eine Live-Show. Kann das eine oder andere mal passieren. Wenn ihr irgendwo eine Action-Produktion seht und an irgendeiner Stelle ist irgendwas passiert, wird es rausgeschnitten. Oder die Szene ist nicht gut gelaufen, wird es rausgeschnitten. Zum Schluss hat man eigentlich nur immer das Beste vom Besten und das wird zusammengeschnitten. Nicht mehr wie früher mit der Schere, sondern jetzt am Pult, digital, gibt das dann den Film. So, die Kollegen sind gerade hinten am Werken. Das heißt, wir sind natürlich nicht nur die Standleute hier auf der Standfläche oder am Moderator. Nee, wir sind hier ganz viele Gedanken und die arbeiten alle Hand in Hand. Und damit das alles immer hochmotivierend passiert, wäre vielleicht mal ein Zwischenapplaus nicht ganz schlecht. Der Kollege vorne auf der Haube hat abgehoben, weil nämlich der Fahrer richtig in die Eisen ging. Und dann landet er dann hier. Wollt ihr sowas nochmal sehen? Ja. Dafür habe ich ein neues Hemd angezogen. Wollt ihr sowas nochmal sehen? Ja. Ich hoffe, Patty, bist du in der Nähe? Könntest du nochmal eine Runde mitfahren? Also einmal noch, ne? Dann machen wir mal Folgendes. Ihr fahrt jetzt hochmotiviert raus. Ja, geht nochmal richtig an auf. Und er springt nochmal als Demosprung hier rein. Ihr müsst euch vorstellen, ab hier wird gebremst. Hier kommst du richtig zum Rutschen. Und hier wird entschieden, wie er ausspringt. Damit ihr jetzt wirklich wieder reinkommt, will ich das von euch wirklich lautstark bis zum Ende der ganzen Kiste hier hören. Gebt mir das Zeichen. Tschau, Kamera, auf! Der Springer entscheidet ungefähr, bevor er springt, eine halbe Sekunde vorher, er hat den Abstand zum Kissen. Okay, alles wahrscheinlich wird gerade die nächste Maschine hinten warm gefahren, also ihr braucht euch nicht so hoch. Und ich will nur sagen, der Springer, der entscheidet, wie er springt. Das sieht aus, er ist leicht im Warm-up, gebe immer noch eine Runde, weil Motorrad muss immer warm sein. Und wir machen jetzt eine Demo. Ich gehe mal aus dem Weg, weil er braucht die Auslaufzone. Und ich gebe das Signal und er kommt Nummer 170. Direkt auf euch zugekommen. Ja, der alte Arbeiter, der hat mit Profis, man sollte immer einen Plan B haben, bevor man ihn braucht. Nächste Rampe hier unterhalb des alten Erregungsraumers. Positionen für den nächsten Teil und wir haben noch ein paar Sekunden Zeit. Also ich hatte vorhin so ein ganz kurzes Gespräch mit zwei Kiddies da oben, die kamen, du hast ein globales Fall. Wo kann man die denn so sehen? Wenn ihr aktive Fernsehgucker oder Kinogänger seid, dann hat die regelmäßig Jim Knopf zum Beispiel, kennt ja garantiert alle, Teil 1 und 2. Bei uns, bei vielen innerdeutschen Krimi-Produktionen, sehr häufig Sanko Babelsberg drin. Apropos drin, er ja. Dieser alte Armee-Hubschrauber, der ist uns hier gelandet. Eigentlich sollte er eine Rolle bekommen bei Mission Impossible 3. Es kam nicht dazu. Weil der Drehort wurde kurzfristig verändert nach Tschechien. Ja, haben wir gesagt, dann nehmen wir hier den großen Hubschrauber und den kleinen da oben, ja. Die werden beide illuminiert, so besonders in Szene gesetzt. Ich bring mal ein Beispiel. Da drüben in der alten Packstelle, der wurde da, ehemaliges Besucherauto, der hat den falsch geparkt. Jetzt nehmen wir den hier in der Show. TÜV ist bei dran, wir testen mal die Sitzheizung. Ton, Kamera, on! Damit unsere Action-Szene hier wohl kaum noch spektakulärer wird,
da, durch Feuer, durch Nebel, durch Explosion, durch Dauerregen, was es da noch so alles gibt. Gibt es einen Kollegen da oben? Das ist einer von denen, die freies Licht brauchen, unser Büromeister, dass er passend zur Situation den passenden Effekt drücken kann. Passt mal auf, meine Haarschneidemaschine. Freitag stehe ich nah dran, hab schon eine Frisur. Mann, Freitag ist morgen! Gute Leute sind ganz schwer zu finden. Wir hatten richtig Glück. Applaus, Titi, Kaffee! So, jetzt in der Folge kann ich nicht gleich was tun. Auf dem Dach habe ich auch schon was entdeckt. Ich hau mal den Arm. Es geht um viel mehr.
Bis es mal ist, darf ich mir erlauben, euch auch Kollege vorzustellen. Und in dem wird es hier im Vulkan nicht so klingen, wie es klingt. Ich bringe euch mal ein Beispiel. Ich selbst. Ich hau mir jetzt mal so ein richtiges Ding auf die Glocke. So. Wirkt überhaupt nicht. Aber jetzt pass auf, wenn ich meinen Kollegen an der Seite habe, da ist das ungefähr so. Aua! Genau. Oder ich fahre jetzt mal Auto und gehe mal so richtig in die Bremse. Oder ich ziehe kalt und schieße. Jesus. Jeden Tag ein kleines bisschen anders, aber mit ganz viel Leidenschaft. Unser Sounddesigner. Ich sage 15, 16 Grad, Windstill, keine Sonne. Oh, die Sonne geht auf 12,5 Meter. Hi, Charlie. Du merkst ja hier, volle Hütte, da komme ich ja immer auf die unmöglichsten Ideen. Ich habe immer so einen privaten Wunsch. Würdest du für mich von da oben so ein Bett fahren? Für mich? Ja, ja, ja. Schönen Dank noch. Möchtet ihr von Charlie aus 12,5 Meter in Rückwärtsfahrer sehen? Okay, aus der Nummer kommst du hinaus, bitte auf deine Position. Wir geben das Signal. Der Sprung ist trotzdem sehr, sehr heikel, weil sie sieht ja nicht, wo sie hinfällt. Ist sie rückwärtsfahrer? Ich glaube, ihr habt die gleichen Probleme wie ich. Man sieht nicht, was da oben los ist, wegen dem Wind und dem Nebel. Und da oben, auf 20 Meter, Herr Erik! Das ist das Doppelte. Und von oben zeigt uns Erik. Vielleicht den Head Down. Der Head Down ist eines der schwierigsten und vor allem spektakulärsten Stuntsprünge überhaupt. Zuerst kopfüber, dreht sich im letzten Augenblick und landet dann im Luftpolster. Möchtet ihr das sehen? Ich glaube, es war unschwer zu erkennen. Da oben keinerlei Reaktion. Das muss an der Höhe liegen. Der kennt euch da oben überhaupt nicht mehr. Was machen wir jetzt? Ich habe eine Idee. Hatten wir ja vorhin mit dem Klatschen und Trampeln. Das hat ja super geklappt. Und wenn ich jetzt rufe, reißt er wieder den rechten oder linken Daumen so nach oben. Das heißt, unter Stuntlon, alles safe, alles ready. Vielleicht kann er das Kommando da oben erkennen. Ich brauche bitte von allen anwesenden Gästen so ein leichtes Trampeln. Dazu ein Klatschen. Erik, Sie gehören hier und wir geben das Signal für den Head Down aus 20 Meter. Tola, Kamera und... Wow! Zuvor brauchst du erstmal ganz viel Buße, um überhaupt da hochzublättern. Dann brauchst du Mumm, um zu springen. Und wenn du dann gesprungen bist, weißt du, es gibt keinen Weg zurück. Nur das Weiterfahren. Lass mal die Hände gleich draußen. Ich brauche da gleich für rhythmisches Klatschen auf die Musik. Aber vorher eine Frage. Stimmt ihr auf Action? Stimmt ihr auf Verfolgungsfahrten? Ton, Kamera und Action! Geht los!
Maske, vergesst die Maske nicht. Und die dritte gute Nachricht, wir wiederholen für alle, die nicht reingekommen sind, 17 Uhr normal, die Western Show. Das war's von Bulgarien. Tschüss und danke. Am Mikrofon. Yeah.